Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Projekt. Ja, und wir sind gleich in im Dschungel gespawnt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ihr kennt's. Wir spielen heute Hardcore. Also normales Minecraft Vanilla auf Hardcore-Modus. Und ja, in diesem Projekt ist mein Ziel, den Enddrachen zu besiegen. Und ihr seht schon, es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied. Dieses Let's Play kann zwischen einem bis mehreren Hunderten gehen. Da klettert die Liane runter. Ich dachte gerade, ist die Performance gerade so schlecht? Nein, hä? Hallo? Alles klar bei euch? Echt komisch. Ja, Leute, das ist komisch. Ich habe keine Ahnung, was das liegt. Hä? Und es wird gleich wieder Nacht. Ich glaube, wir müssen auf eine freiere Fläche. Sonst sind wir gleich im ersten Let's Play tot. Und das ist nicht gut. Okay. Das ist eigentlich verbuggt. Mich irritiert das gerade echt, dass das so komisch ist. So, aber erstmal bauen wir uns ein paar Waffen. Respektiv irgendwas zum Überleben. Hä, wieso leckt das denn so? Das ist extrem komisch. Ich weiß nicht, ob das an der 1.8.3 liegt. Kann das sein, dass das so rumleckt? Normalerweise hatte ich das noch nie. Oh, ich habe gerade voll Angst, dass ich irgendwie dumm sterbe durch einen Creeper oder sowas. Ich will jetzt erstmal raus hier. Am besten wäre noch, wenn ich Melonen finden würde. Oh, okay. Ich muss echt aufpassen. Ein Tod kann unser Ende bedeuten. Beziehungsweise das Ende dieses Let's Plays. Oh, und dorthin ist Sumpf. Das sieht schon besser. Oh nein, ist das Sumpf? Nein, ist es nicht. Okay, ein sehr kompliziertes Ding. Leute, was ich auch noch ansprechen will, ist, dass... Ja, ich wohl aus Versehen... Oder, naja, nicht aus Versehen. Ich weiß gerade nicht richtig, was ich labere für Müll. Leute, sorry. Was ich noch ansprechen wollte, ist, dass ja jetzt in der Osterzeit, als Ostern waren, also Ostermontag und dann den Mittwoch danach, keine Videos kamen. Das lag daran, dass ich einfach keine Zeit dazu hatte. Das, ja, tut mir ein bisschen leid. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Aber, ja gut. Sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Ich glaube, das lag daran, dass das so gestockert hat, dass, ja... dass wir in diesem Dschungel waren. Dass die Performance so komisch war, das hat mich echt irritiert. Das hatte ich noch niemals bei Vanilla Minecraft. Ich habe kein Shader, gar nichts drin. Trotzdem ist das so komisch. Sehr irritierend war das. So, an. Ich spiele auf der 1.8.3. Das heißt, eigentlich müssten auch die ganzen neuen Sachen, wie zum Beispiel Kaninchen und so weiter und so fort, da sein. Ich habe noch nie eigentlich Vanilla 1.8 jetzt gespielt. Also, ja, bisschen was weiß ich, aber jetzt nichts Besonderes. Also, wenn ihr irgendwelche Tipps habt noch für mich. Also, ja, Minecraft auf alle Fälle kenne ich. Keine Angst, Leute. Ich weiß, wie man Minecraft spielt. Bloß ich meine, ja, keine Ahnung, wenige Flaggen oder, keine Ahnung, Hasen, ob das irgendwas Besonderes da ist oder braucht man das unbedingt oder braucht man das überhaupt. So, und wir machen uns jetzt erstmal... irgendwas. Ja, ich kann das auch gleich so machen. So. Oh, was ist denn los heute? Wieso ist das so komisch von der Performance her? Irritiert mich. Das irritiert mich echt. So, und wir machen uns kein Schwert. Ich warte nochmal damit. Denn ich kann erstmal Stein abbauen. Dann habe ich wenigstens steinige Sachen. Haha. Nein, also ja, halbwegs bessere als vorher. So, war denn jetzt... Ach, dort. Okay. Hier sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist schon eigentlich richtig viel, was wir brauchen könnten. Nur, ja... Monster sind überall. So, am besten wäre... Oh, hier dieser... Was ist das? Diorit, Granit... Andesit oder sowas.
Oh mein Gott, es wird dunkel. Okay. Oder ist das nur die Höhle? Ich bin so dumm. Haha. Naja, zumindest ist das jetzt das neue Projekt für den Minecraft-Mittwoch. Ich werde das jetzt aber nicht durchgehend spielen. Also ich werde, glaube ich, auch nochmal ab und zu auf Gomme aufnehmen. Bloß mein Problem ist halt, ich habe einfach keine Lust, ja, selbst auf Gomme aufzunehmen, weil das mir einfach keinen Spaß macht, selbst auf Gomme zu spielen. Ich weiß nicht, früher habe ich das echt gern gehabt. Jetzt, ja, ist das nicht mehr so meins. Deswegen, werde ich mir entweder jemanden suchen oder ich werde halt dieses Projekt raushauen. So, falls wir Eisen finden, brauchen wir eine schöne Steinspitzhacke. Ich würde mir jetzt erstmal gerne einen Ofen bauen. Aber das geht nicht, weil ich zu wenig Stein habe. So. Jetzt müsste es klappen. War am besten, wenn ich Schafe finde und die Nacht schlafen kann. Das wäre natürlich sehr vorteilhaft. Und ich darf nicht alle Melonen aufessen. Denn die kann ich noch anpflanzen. Okay, ja, und das wird nicht so ein extremes Projekt, wo ich viel bauen werde. Ab und zu mal vielleicht ein Unterschlupf oder so. Oder eine kleine Base. Und ich werde immer weiterziehen, weil ich viel Rohstoffe brauche. Und ja, es sich nicht lohnt, wenn ich die ganze Zeit nur auf einem Fleck farme. Deswegen werde ich so ein bisschen mehr in Bewegung bleiben. Komm doch mal her. Und ja, hoffen wir mal, dass das cool wird. Ich freue mich schon auf dieses Projekt. So, aus dem Fell konnte man doch irgendwie noch Leder herstellen. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Da wäre ein Pferd besser gewesen. Pferde oder Kühe. Denn ich glaube, man braucht so viel wie für eine Tür. Also ich glaube 6. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Irgendwie werde ich vielleicht noch was ändern müssen. Das irritiert mich voll, dass es so eine komische Performance gerade hat. Okay, die Karnickel lassen wir jetzt in die Ruhe. Haha. Leute. Und ja, wir gehen jetzt mal lieber weiter. Denn die Nacht kommt bald und ich würde gern vorher noch eine halbwegs vernünftige Rüstung haben oder wenigstens ein Bett, wo wir die Nacht überstehen können. Deswegen schnell. Und wie gesagt, der Enddrache wird mein Ziel sein. Ich hoffe, ich schaffe das halbwegs. Also, ja, wenn ich nach 20 Let's Play sterbe, ist mir das eigentlich egal. Denn, ja, dann ist es meiner Meinung nach nicht so schlimm. Ach komm, Kies finden wir anderswo auch noch. Aber Zuckerrohr ist sehr interessant für uns. Denn wir brauchen natürlich einen Zaubertisch. War das nicht 4 hoch? Oh, okay, ist eine Höhle. Dort gehen wir lieber nicht rein. Ohne vernünftige Rüstung. Ich würde gerne auf die... Oh, Schafe, perfekt. Ich würde gerne auf die Wiese gehen, um... Ja, hier ist relativ freie Fläche und auf Wiesen gibt es eigentlich extrem coole Höhlen. Also zumindest gab es das in 1.1. weiß der Geier was, bis 1.1.5 war das letzte, was ich so richtig Hardcore-Vanilla-mäßig gesuchtet habe. So, ich brauche noch eine Wolle. Ich glaube, ich mache mir erstmal Lederrüstung. Auch wenn Eisenrüstung... Naja gut, Lederrüstung bringt nicht viel. Deswegen wäre das auch nicht falsch, wenn ich ohne Rüstung rumlaufe. Aber lieber eine Rüstung als gar keine. Denn wenn ich ja jetzt schon im ersten... Also wenn ich unter den ersten 10 Let's Play sterbe, wäre ich nicht besonders froh. Deswegen werde ich mich ein wenig anstrengen. Und nicht nur ein wenig. So. Ich denke gerade nach. Vielleicht machen wir das so und dann noch Schuhe dazu. Ach egal, ich glaube, das kommt auf dasselbe hinaus. So, dann haben wir einen Lederharnisch. Und wir können gleich noch ein Bett machen. Ja Leute, ich weiß, dass wenn ich im Bett schlafe, dass das nicht speichert. Aber wenigstens habe ich ein Bett, um die Nacht zu überstehen. Dann lege ich mich einfach rein und die Nacht ist überstanden.
Am besten wäre es, wenn ich mir auch nur ein Ohr mache, wenn ich im Untergrund arbeite. Aber ich glaube, so viel Nutzen hat das dann am Ende auch nicht. Denn ja, ich glaube, das kommt aufs selbe heraus, wenn man, also auch wenn oben Nacht ist, spawnen die Monster unten, wo es dunkel ist, einfach gleich. Also ist das eigentlich Wurst, was man, also ob man dort unten dann schläft, also die Nacht drüber. Na, mein Freund, hast du eigentlich Leder für mich? Also, bester Tipp, Pferde, die geben auch Leder. Also, zumindest die großen. Manchmal, nicht immer. Ich will noch gerne ein wenig Leder haben, bitte. Oh, Kühe. Boah, wie ich die in der Luft zerbremst hab. So. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich nochmal auf die 1.8 wechseln. Die wird dann ein wenig besser laufen, glaube ich. Also, das hat die auch noch nicht, dass das so komisch von der Performance her läuft. Oh, es wird Nacht. Sollen wir den Fehler begehen und einfach so schlafen, denn das ist echt gefährlich, ohne ein Dach über dem Kopf. Denn da kann ganz leicht mal ein Creeper neben dir, wenn du aufwachst, stehen. Also nicht zu empfehlen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Glaube ich zumindest. Okay, ich mache das am besten nochmal so. Bevor wir vergessen, uns die Samen zu nehmen. So, und hoffen, dass wir nicht sterben. Oh Leute, ich bin ein wenig verschnupft. Ja, und die Meldung, du kannst nur nachts schlafen? Oh, die kommt doch. Okay, Nacht überstanden. Das Bett kann wieder abgebaut werden, denn wenn wir sterben, sind wir eh tot. Wir werden nicht nochmal spawnen. Oh. Soll ich's wagen? Ich denk grad nach. YOLO! Oh, okay. Ja, ich bin ein wenig vorsichtiger. Ich weiß, dass man da nicht sterben kann. Und ja, dass der Sprung auch relativ leicht war, aber man ist, wenn man Hardcore spielt, ein wenig vorsichtiger mit allem. Vorsichtiger, vor allem. Bestes Deutsch. Respektiv beste Aussprache. Ja, ein wenig komisch, das Display, ich weiß. Ich muss mich irgendwie erstmal wieder an Minecraft gewöhnen. Ich habe jetzt so viel Skyrim wieder gezockt, respektiv aufgenommen. Gezockt nicht, ich habe nur die Aufnahmen gemacht. Ja, ich habe einfach nicht jetzt von der Schule her Zeit überhaupt so viel Skyrim zu zocken. Oder, ja, andere Spiele, obwohl das geht. Aber, boah, ich habe so eine Angst, dass hinter mir auf einmal ein Creeper steht. Also, wenn wir durch einen Creeper sterben, nach der 10. Folge kann ich das ja noch verstehen. Aber wenn wir durch einen Zombie oder Skelett sterben, denke ich danach ein bisschen anders darüber. Also, das wäre nicht so gerade mein Wunschtod. Ach, das können wir auch mit der abbauen. Dann ist die wenigstens kaputt. So, und das wird mal so eine Farming-Folge. Wenn ich auch mal irgendwie Strip-Mine gehe, werde ich das natürlich so, ja, die Zeit verkürzen, dass das, wenn ich eine Stunde Strip meine, dass das nur 3 Minuten läuft. Ich werde es natürlich in der Aufnahme zeigen, damit ihr auch seht, dass ich nicht irgendwie bescheiße und irgendwas, keine Ahnung, mir cheate, crafte, cheaten, ja, wieso, wie kam ich jetzt auf craften? Also mir irgendwas cheate oder so, das will ich natürlich nicht. So, Lava, zu gefährlich, wir gehen mal wieder zurück. Ich würde noch gern dort oben das holen, nur Problem ist, ich habe glaube ich nicht so viel Blöcke. Aber probieren können wir es. Ich denke gerade nach, hätte ich mir doch lieber die Schuhe gemacht. Wäre besser gewesen. Wieso ist das? Ach, das ist Wolle. Ich dachte, das ist ein Erdblock. Ich dachte schon, wieso ist das so komisch? Gepixelt. So, und hopp, hopp.
Dann bauen wir hier noch ein wenig ab und hier und da. Ist das nicht interessant, Eisenerz abzubauen? Oh, ich habe voll den Schnupfen. Gefällt mir nicht. Das, liebe Leute, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt ist die Frage, ob wir hier rankommen. Okay, das klappt. Und am besten wäre, wenn wir gleich noch eine ganze Rüstung bekommen. Ich mache mir jetzt erstmal Schuhe, denn die dämmen halbwegs den Fallschaden. Glaube ich zumindest. Ich weiß es gar nicht. Also die ganzen Let's Player respektiv GLP. Macht sie irgendwie bei Endergames immer erstmal Schuhe? Ich habe keine Ahnung, ob das den Fallschaden dämmt. Interessiert mich auch nicht so richtig, aber das kann natürlich sein. Klingt auch halbwegs logisch. Deswegen mache ich mir erstmal Schuhe. Und dann eine Hose. Und wir haben sogar noch Platz für ein Eisenschwert. Okay, dann müsste ich mir mein Inventar sortieren. Okay, gut. Mehr brauche ich gar nicht. Und, ach klar, wir haben genug für... Wir haben genug für alles. Also, wir können es ruhig noch eine Brust machen und... Ein Helm. Dann müsste ich mir auf alle Fälle noch einen Esel zähmen. Denn ich habe ja gesagt, ich will mehr auf Reisen gehen. Also auf Erkundungstour. Und nicht unbedingt auf einer Stelle ein Haus bauen und alles. Deswegen wäre ein Esel vorteilhaft, denn an den kann man eine Kiste anbringen. Oder zwei, ich glaube nur eine. Und ja, dann können wir in ihm Sachen lagern. Also wäre extrem vorteilhaft. So, und das ist doch cool. Erste Folge. Full Eisen und ich muss wieder auf die Zeit gucken. Damit wir natürlich nicht überziehen. Denn ihr kennt mein altbekanntes Problem, dass, ja, die Videos zu lang laden. Obwohl, das geht. Ich weiß nicht, sind 3,5 Stunden normal für 20-minütige Videos. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwie, ja, denkt, eine Antwort zu wissen. So, in der Schlucht ist nichts weiteres Besonderes. Deswegen würde ich das mal abbauen, damit wir halbwegs Sachen haben, um uns wieder rauszustacken. Stacken? Heißt das nicht stacken? Ach, keine Ahnung. Obwohl, da schreibt es mit G. Oder? Ach, keine Ahnung. Ja, Leute, ihr merkt schon. Nach der Schule rede ich immer das beste Zeug. Aber egal. Ich glaube, die nächsten Let's Plays werden besser. Hoffe ich mal zumindest. So, man kann natürlich auch einstellen, dass was sie eigentlich machen könnte fürs Let's Play, damit es vorangeht. Obwohl, ja, man kann jetzt einstellen seit 1.8, wie, naja, wie die, ich sag mal, wie die Dichte der zu spawnenden Sachen sind. Also ich könnte einstellen, dass man Diamante, also Diamanterz relativ häufig, respektive Diamante allgemein, sehr häufig findet. Und ja, dann hätte ich ja nicht so lang suchen müssen. Aber egal. So, was braucht man denn so sonst noch? Ich glaube, das hier ist sehr wichtig. Obwohl, das können wir uns auch andermal craften. Sonst wird unser Inventar zu voll. Ich glaube, eine wird noch reichen. So, dann bauen wir das ab. Und ja, ich freue mich. Ich bin nicht in der ersten Folge gestorben. Ich bin sehr stolz auf mich. Also ja, das war eigentlich mein Ziel. Erstmal nicht in der ersten Folge zu sterben, denn ja, wenn ich in der ersten Folge gestorben wäre, hätte ich es entweder so gemacht, dass ich nochmal Hardcore 2 dann einfach weitermache, also den zweiten Teil. Oder halt nochmal anfange mit dem Video. Der Bösewicht zeigt uns nicht die Realität. Und nein, Leute, ich spiele wirklich gerade das erste Mal dieses Projekt. Also nicht, dass ich jetzt schon 5 Mal aufgenommen habe und dabei die alle 5 Male gestorben bin. Und jetzt halt ein halbwegs ordentliches Video kriege. Nein, nein, so böse bin ich nicht. Eigentlich. Nein, ich habe ganz lieb gespielt. So, und ich würde mal... Oh, Esel.
Ja, wir brauchen Sattel. Dafür sind eigentlich Wüsten perfekt, denn in Wüsten findet man... Ich kann es euch mal zeigen, ob wir das finden, ist was anderes. Also auf alle Fälle Tempel. Aber man findet auch meistens Spawner, denn man sieht dann solche viereckigen Sandlöcher und in denen ist dann meist entweder Cobblestone oder sowas. Und ja, ich finde die halbwegs oft. Also wenn ich so mal in Creative Mode irgendwie über Welten fliege, sehe ich schon öfters mal solche Spawner. So, ich würde aber auch gern mal eine Pyramide finden. Das wäre auch nicht so schlimm. Ich glaube, dort gibt es auch Sättel drin. Dann hätte ich wenigstens einen Esel, mit dem ich ein wenig reiten könnte. Was mir auch aufgefallen ist, auf Hardcore spielt man automatisch auf dem Spielmodus Hard. Das kann man auch irgendwie einstellen, dass man irgendwie zwischen normal, einfach und schwer wählen kann. Also nicht auf friedlich. Aber okay. Ich glaube, das habe ich vorher auch schon mal gewusst. Aber ja, es ist mir jetzt erstmal wieder aufgefallen. Nach langer, langer Zeit. So, ich denke gerade nach. Eigentlich können wir Zuckerrohr auch brauchen für Bücher. Nehmen wir einfach mal mit. Kann ja immer nützlich sein. Und ich glaube, ich werde dann gleich die Folge beenden. Aber vorher gehen wir nochmal auf den Berg. Vielleicht sehen wir da irgendein Dungeon. Zufällig. Wäre natürlich toll. Also ich meine eine Pyramide damit. So Leute, ich gucke nochmal hier durch. Sehe aber... als ob ich das geplant hätte. Seht ihr das dort hinten? Wir haben eine Pyramide. Irgendwie habe ich es im Gefühl gehabt. Und Leute, wirklich, ich habe nichts irgendwie schon mal die Welt angeguckt oder irgendwie so ähnlich. Ich habe die wirklich gerade aufgemacht, angefangen zu spielen und bis jetzt läuft's gut. Sehr gut sogar. Und es wird wieder Nacht. Aber schlafen werden wir in der nächsten Folge. Obwohl, das können wir auch jetzt auch noch machen. Und ja, dann verabschiede mich hier und... Obwohl, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich schlafen kann. Kann ich ja noch irgendwie rumrennen? Nein, das verschwendet nur Essen. Das kann ich aber aufbauen. Und ein wenig Sachen kochen, solange ich rede. Ja, Leute, ich verabschiede mich hier. Und in der nächsten Folge werden wir hier die liebe, liebe Pyramide plündern. Hoffe ich mal zumindest. Und Leute, ich weiß, viele werden jetzt sagen, oh, was für ein Angsthase, der schläft noch bei Nacht. Ja gut, ich mache ein Let's Play. Wenn ihr Singleplayer macht, könnt ihr ja gern mal bei Nacht hier rumrennen. Für mich ist das ein wenig unvorteilhaft, wenn ich in den ersten 10 Let's Plays sterbe. Deswegen werde ich das jetzt halt so mit dem Bett machen. Ich kann aber auch natürlich mal für euch irgendwie eine Nachtfolge machen. Die werde ich auch sicherlich irgendwann mal machen, weil ich ja irgendwie mal Enderperlen besorgen muss. Okay, muss ich nicht unbedingt, kann ich. Wäre vorteilhaft. Aber jetzt genug geredet. Ich hoffe, euch gefällt das neue Projekt. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Und vielleicht auch einen Kommentar. So, ich verabschiede mich hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss.